Hallo Gärtnerfreunde! Der Bund Deutscher Staudengärtner, BDS genannt, in Bonn kürte die Rutenhirse zur Staude des Jahres 2020. Somit ist die Rutenhirse nach der Säcke, die 2015 Staude des Jahres war, das zweite Gras, das diesen Titel erhielt. Und das zu Recht, denn die Rutenhirse ist eine attraktive Staude. Floll. In diesem Video findet ihr ein ganz klassisches Pflanzprofil. Wir reden ein bisschen über den Standort, über die Pflege und die Verwendung der Rutenhirse. Nice. Botanisch heißt die Rutenhirse Panicum virgatum. Sie gehört zur Familie der Süßgräser. Und der Rutenhirse fallen auch noch ein paar andere Arten von Panicum, zum Beispiel Panicum amarum. Die sind auch attraktiv, wie jetzt hier in der einen Sorte zu sehen ist. Sie spielen aber bei der Gartengestaltung keine große Rolle. Die Gattung Panicum kommt ursprünglich aus Mittelamerika, im Spezielleren die USA. Gerade der Artname Virgatum lässt auf den Bundesstaat Virginia schließen. In den USA wächst Panicum Virgatum auf Wiesen, in Gebüschrändern und in prärieähnlichen Gebieten. Es ist eine Präriestaude. Dann fangen wir doch mit dem Aussehen der Rutenhirse an. Wie schaut eigentlich das Ding aus? Es ist ganz klar ein Gras. Sie bildet einen horstartigen Wuchs. Je nach Sorte bildet sie auch kurze Ausläufer. Sie hat straff aufrechte, belaubte Triebe und auch Stängel. Also es kommt ein Trieb raus und dann gehen links und rechts auch die Blätter weg. Im Juli bis September blüht sie sehr attraktiv in lockeren, sehr feinen Rispen. Je nach Sorte wird so eine Rutenhirse auch gerne mal 80 bis 100 cm hoch. Es gibt aber auch Sorten, die auch mal gerne 1,50 m und höher werden. Das muss man berücksichtigen. Über die Laubfarbe gibt es ganz viel zu sagen. Je nach Sorte kann das halt auch mal blaugrün sein, stumpfgrün oder auch frischgrün. Ganz fantastisch ist natürlich auch die Herbstfärbung so mancher Sorte. So ab September, Oktober wird das Laub relativ schön rot. Welchen Standort müsst ihr also der Rutenhirse bieten? Ein normaler Gartenboden wird gut vertragen, sie kommt aber auch auf trockenen, sandig-kiesigen Böden sehr gut zurecht, die ihrem Naturstandort eher entsprechen. Sie wächst aber auch problematisch auf schweren Tonböden, wenn ihr zum Beispiel den zu Hause habt. Hä? Ich melde mich kurz aus dem Off. Es muss natürlich unproblematisch heißen, da ist mir bei der Aufnahme ein kleiner Fehler unterlaufen. Entschuldigung! Okay. Der Standort vom Licht her sollte möglichst sonnig sein, vollsonnig bis halbschattig wird gut vertragen. Sie ist ein Überlebenskünstler, muss man sagen. Ein Gießen über die Sommermonate ist in der Regel nicht notwendig. Sie kommt mit Trockenheit sehr gut zurecht. Und wenn ihr sie gut pflanzt im Frühjahr, dann hält sie eigentlich den ganzen Sommer gut durch, ohne ein einziges Mal gegossen zu werden. Dann machen wir doch mit der Pflege und der Pflanzung weiter. Gräser im Speziellen werden im Frühjahr gepflanzt. Dann haben die Gräser in der Regel genügend Zeit im Frühjahr und im Sommer richtig schön einzuwurzeln und um die ausreichende Winterhärte zu entwickeln. Gräser im Herbst zu pflanzen ist immer so ein bisschen risikobehaftet. Also Pflanzung im Frühjahr. Das heißt, am besten so im April, Mai pflanzt ihr euer Gras, haut noch ein bisschen Dünger drauf, damit eine Startdüngung stattfindet und dann lässt ihr das Ding im Prinzip einfach wachsen. Gießen ist ja nicht notwendig im Sommer und dann im Herbst lässt ihr aber das Gras erstmal stehen. Panicum virgatum bildet eigentlich einen schönen Herbstschmuck und auch Winterschmuck. Gräser, das leichte Windspiel im Winter ist eigentlich immer ganz schön. Also lässt ihr das Ding einfach stehen und im zeitigen Frühjahr, würde ich mal sagen, so im nächsten Jahr, März, Februar rum, schneidet ihr dann das Gras so auf 10 cm zurück. Mehr braucht ihr im Prinzip bei dem Gras Panicum virgatum nicht zu beachten. Eine Startdüngung erfolgt dann natürlich in jedem Jahr,
Ihr könnt Blaukern nehmen oder einen anderen organischen Volldünger. Hauptsache die Pflanze kriegt ein bisschen Nährstoffe und kann somit gut ins Jahr starten. Wo könnt ihr euer Panicum Virgatum verwenden? Ihr könnt die Rutenhirse in einer ganz klassischen Staudenbepflanzung verwenden. Mit ein paar tollen Nachbarn, Igelkopf Echinacea ist ein toller Nachbar. Ihr könnt aber auch Chrysanthemen als Nachbar pflanzen oder auch Rotbäckchen, den Sonnenhut. Das passt einfach von diesem sommerlichen Ambiente ganz gut in diese Staudenpflanzung. Die Rutenhirse harmoniert aber auch ganz gut mit Pfingstrosen. In jeglicher Pflanzung muss eure Rutenhirse eine Begleitstaude sein. Sie dient nicht als Leitstaude. Sie unterstützt durch ihr die filigrane, grazile Textur und Struktur und dieses Aufrechte eher als Begleitung zur dominanten Leitstaude in eurer Staudenbepflanzung. Habt ihr zu Hause keinen Garten, könnt ihr die Rutenhirse Panicum Virgatum noch in einen Kübel pflanzen und ihn so auf die Terrasse oder den Balkon stellen. Da wirkt sie auch recht gut. Was die Rutenhirse nicht kann, ist als Solitär dienen. So ähnlich wie Chinaschilf, einfach als Blickfang irgendwo in der Gartenmitte. Das funktioniert bei der Rutenhirse nicht. Da wirkt sie einfach zu fein, nicht dominant genug und auch ein bisschen zu grazil. Da hat sie einfach nicht die Effektwirkung. Dann kommen wir abschließend zur Sortenempfehlung. Diese ganzen Sorten findet ihr auch im ersten Link in der Videobeschreibung, in der Zusammenfassung von der Staudensichtung. Die sichten so ganze Sortimente und geben dann eine Empfehlung, welche Sorte wirklich empfehlenswert ist. Zu den Top-Sorten gelten Dallas Blue, Northwind, Strictum, Thundercloud und Hense Herms. Das sind hervorragende Sorten, wo ihr auch das Profil nachschauen könnt und euch darüber genauer informieren könnt. Erster Link in der Videobeschreibung. Beim zweiten Link in der Videobeschreibung findet ihr die Informationsseite vom Bund Deutscher Staudengärtner hinsichtlich der Rutenhirse. Könnt ihr auch nochmal durchlesen, da findet ihr auch noch die ein oder andere Information, die sie jetzt hier ins Video nicht geschafft hat. Ja, das ist das Ende des Videos. Ich bedanke mich natürlich fürs Zuschauen. Lasst ein Like auf dem Video da und ein Abo und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts verpasst. Ja, nächste Woche geht es mit Baum des Jahres, glaube ich, weiter. Ich bin mir nicht so sicher. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Zeit. Wir sehen uns hoffentlich wieder flowl mittwochs zu Tisch. Ja, haut's bis dahin rein und tschüss.